Ich grüße euch, Gebirges hier. Willkommen zurück zu Kirby Planet Robobot. Im letzten Part haben wir Welt 5.1 angefangen, bearbeitet und mit einem tösenden Lärm beendet. Mit unserem Roboter und der Popstar-Fähigkeit. Oh yeah! Und heute gehen wir in Welt 5.2, einem, naja, sieht aus wie ein Casino. Es dürfte ein Casino sein. Es dürfte lustig werden. Yay. Freue mich. Absolut yeah. So, schauen wir mal. Was finden wir denn hier vor? Oh, wir fangen rechts an. Ungewöhnlich. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Psychokräfte? Na, oh, ich kann hier oben stehen. Oh, das ist interessant. Ich kann hier einfach oben drauf stehen. Da können sie irgendwas Böses verstecken. In irgendeinem Casino-Level. Muss ich drauf achten. Aber gehen wir ins Casino rein. Das ist ja echt fies. So. Keine neue Casino-Musik? Schade. So, euch wollen wir nicht. Au. Böser Bärli. Ist das ein Teleporter? Eine Kiste? Das ist ein Teleporter ist. Okay. Funktioniert auch einfach so. Da war ein Bogenschütze. Ich will den Bogenschützen haben. Gib den Bogenschützen her. Bogenschütze. Mag den Bogenschützen. Keine Party ohne Bogenschützen, Mann. Das sieht ein bisschen aus wie eine Wand, die man irgendwie durchgehen könnte oder so. Komisch. Es gibt ja in jedem Kirby so ziemlich irgendwo versteckte Räume. Sogenannte Hallräume. Oder doch Hallräume. Frag mich nicht, wo man die finden kann oder wie man die finden kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie existieren. Locky! Oh nein, mein Feind. Crap. Ah, besiegt schon. Naja, ich brauchte wahrscheinlich. Aber ja, meiner einer weiß nicht, wo diese Eingänge sind. Aber ich könnte mal alles abchecken, theoretisch. Wobei ich die nicht finden werde. Stein. Oh, Mist, daneben. Ich sagte Stein. Und sei hier drauf. Oh. Hat mich endlich zurückverwandelt. Finde ich total blöd. Voll fies. Hm. Eine Tür. Ha. Okay. Hallo? Oh, crap. Boah, das ist knapp. Oh, heilige Scheiße. Und dann noch mehr riesige Kugeln entgegen. Das wäre voll fies. Ich glaube so, oh Gott. Schnell zurück. Ich verstehe, warum man mir die Fähigkeit gegeben hat. Ich soll hier unverwundbar durch sein. Durchlaufen können. Das ist aber voll fies. Hallo, tot. Das ist eine 7. Oh, Eiscreme. Natürlich, der Sticker befindet sich im Vordergrund. Ihr mich auch. Oh, ich komme gar nicht durch. Ah. Das ist doch voll fies. Oh. RIP, Schlaf, Kirby, Dingens, Kirchen. Wir haben dich nicht gut gekannt. Du bist einfach nur gestorben. RIP. Naja. Selber schuld. Warum schläfst du auch da rum? Ach du meine Güte, die Typen wieder. Oh, das ist fies. Oh, das ist fies. Ihh. Au. Was? Meine Fähigkeit ist weg. Bullshit. Das ist voll fies. Und unten ist eine Fähigkeit.
Ich meine Dingens. Im Hintergrund. Sticker, 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 Sticker. Meiner, 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 meiner. Dankeschön. Hui. Was haben wir denn hier? Eine Feuerfähigkeit. Haben wir. Her damit. Ach, Crap. Das sind einmalige Teleporter. Ihr seid doch blöd. Warum baut ihr denn so ein Mist ein? Jetzt habe ich die Fähigkeit verloren. Ui. Oh, fies. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell laufen. Bomben. Models. Oh. Hier ist irgendwas versteckt. 100 Pro. Irgendwo ist irgendwas versteckt. In dem Bär bestimmt irgendwas. Oh Gott, es geht noch weiter. Warum so gemein? Du, kleines Etwas. Ich hab eine Batterie. Muss ich hier weitergehen? Ah ja, nee, da, doch klar, da ist die Batterie. Zum Einlösen für den ersten Roboblock. Es ist der erste, okay. Aber da ich noch ein bisschen was schauen will, okay, da geht's nicht weiter. Ist nur ein Abgrund. Böse Abgrund. Böse Abgrund ist böse. Geh einfach weiter. Das ist immer voll fies. Diese Säule sieht komisch aus. Nein, siehst du nicht. Mann, wenn man einmal von diesen komischen Hall-Dingens erfahren hat, von diesen Hallräumen, immer direkt alles absuchen und natürlich finden, ne? Oh Mann. Zwei Kugeln. Voll gemein. Lutscher. Lutscher. Oh Mann, das war knapp. Probeblock. Meiner. Nummer zwei. Au. Ja, wir kommen hier schon raus. Aber ich will noch die Fähigkeit haben. Dankeschön. Wir haben nichts verloren. Nur gewonnen. Cool. Obwohl wir getroffen worden sind. Haha. Das heißt, ein Sieg für mich. Hi. Hi. Oh, da ist ein Robo. Und da oben ist ein Schwert. Und Fähigkeiten. Eine Menge Fähigkeiten. Oh nein, es sieht aber nicht so aus, als möchte ich hier unbedingt lang gehen. Ohne meinen Freund, den Robo. Okay, das könnte auch eine Falle sein. Das könnte eventuell sogar wirklich eine Falle sein. Von wegen, hey, nimm doch den Robo. Liegt da. Du siehst ihn. Hier das Schwert. Oh, cool. Ich kann die Kugeln zurückhauen. Und die gehen kaputt. Halleluja. Ein Lutscher. Elektrofähigkeit. Die wird hier so präsentiert. Ich nehme sie einfach mal mit. In der Hoffnung, dass ich sie brauchen kann. Ja, funktioniert. Letzter Roboblock ist meiner. Und du bist hinüber. Du bist da drüben. Mit deinen anderen Kugeln, Freunden. Ganz allein, ganz kaputt. Und wir gehen hier zum Ende schon. Stirb, Bär. Jaha. Das war's schon. Na, da war noch nichts. Ah, schade. Das war's schon. Naja. Kurzes Level. Kurzes Level. Aber okay. Kanone ist bereit. Ich bin auch bereit. Perfekt gedrückt, natürlich. Hihi, hihi, hihi. Natürlich. Natürlich. Muss sein. So lobe ich mir das. Yeah. Und wir bekommen einen Sticker für Cracko aus Kirby's Dreamland. Cool.
und ein Sticker Kristall aus Kirby 64, The Crystal Shards. Okay. Und ein Fake Raid. Und ein Comic Wispy Woods. Na, aus Kirby Planet Robobot. Ich glaube, den Seltenstick habe ich nicht gefunden. Der muss irgendwo versteckt gewesen sein, wo ich nicht rankam unbedingt. Naja, dann wollen wir mal schauen. Okay, wir haben noch 3 Level vor uns, bevor wir zum Boss kommen. Aber ich weiß nicht, ob ich den Sticker jetzt noch suchen werde. Nee, ich glaube eher nicht. Ich würde sagen, ich beende den Part. Und im nächsten Part gehen wir dann in Welt 5.3. Und Welt 5.3 wird wahrscheinlich super toll werden. Eventuell, ich würde sagen, ein violettes Labor? Ja, dürfte sein. So. Einfach. So einfach. Ja, viel zu einfach. Viel zu einfach rauszufinden. Aber gut. Ich bin raus. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und, naja, wäre cool, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.